Was, Alter? Der Harry ist dicht, findet deinen Weg zum nächsten Termin. Das war der falsche Satz, egal. Hallo. Hallo. Sehr gut vorgelesen. Ja, ich habe den Satz ein bisschen umgebaut. Gebaut, weil ich glaube, die sexy Hexi, die Aoyen, der Thomas, der was? Sieht scheiße aus. Der Thomas sieht einfach ekelhaft aus. Loco sieht aber auch ein bisschen demoliert aus, mit zwei Einschusslöchern an den Schultern. Tristan und sein Klaus. Genau das. Ja, genau. Aber der hat einfach keine Lust mehr. Und meine Wenigkeit. Bei mir fehlt Thomas. Das ist das E.T. Bin alleine in dem Job. Thomas, ey, ist E.T. E.T. Er telefoniert. Ja, fahr dir ruhig mal, fahr dir ruhig mal. Ich fahr auch mal. Ich hasse diesen Job. Ich weiß, welcher das ist. Ja, geil. Ich bin Erster. Boah, du bist ein Aber ja, okay, der, Zug ist direkt mal gerammt von hinten. Warum hab ich einen roten Ey! Ich wollte gar keine roten Karte. Warum war ich eben erst in dem Job drin und jetzt? Das weiß ich nicht, weil bei mir warst du nämlich drin. Bei mir wurdest du angezeigt. Oh, ich bin hier ohne Bohnen. Das ist ja geil. Es ist ja nicht so, dass wir heute schon eh viele technische Probleme haben. Die Einladungen gehen nicht, die Jobs gehen nicht. Es ist total im Luke hatte Verbindungsprobleme. Thomas hat einen schwarzen Bildschirm. Richard hat einen schwarzen Bildschirm vorhin. Jetzt gerade ist mir was voll Fieses passiert. Ratet mal, wo ihr das sehen könnt. Ha, auf meinem Kanal. Ich wollte sagen, auf meinem Kanal? Oh nein. Hat er es da unten zwischen Straße und Brücke? Ja. Jetzt kommt noch eine U-Bahn. Ich bin entweder auf Alter, wie weit bist du denn schon? Oder auf der Brücke. Thomas fährt auch alleine. Ich hasse dich, Thomas. Mann! Dieser behinderte Pfeiler! Was ist da los? Ich find's ja interessant zu wissen, wer meinen Kanal auch mal so wieder anschaut und wer nicht, ne? Aber ja. So, wer schaut sich deinen Kanal hin und wieder an? Niemand! Alle außer keiner einer mag den. Was? Ich muss gestehen, ich habe schon sehr lange nicht vorbeigeschaut, aber ich habe in letzter Zeit eh keine YouTube-Videos geguckt. Boah, ich bin immer wieder Letzter. Guck, ich hasse dich jetzt schon wieder. Auf meinem Kanal sind auch spannende Sachen, die auf dem Kanal der anderen, aber... Nee, ich hab, wie gesagt, ich habe jetzt letzte Zeit... Wie hat der Tag hier gerade angefangen? Der Tag hatte schlecht angefangen, was? Nee, ich bin nicht weiß, was ich meine. Der ist ein Erster. Bist du? Bist du ein Erster. Wie kann man auf das... Warum muss man das auch mit diesen Autos fahren? Du hast ja einfach das falsche Auto ausgesucht. Ja, ich hab... Ich war zu langsam und ich konnte nicht gezählt und das voreingestellte Auto ist eigentlich 1A für diese Strecken geeignet. Ja, aber das ist so schleuderisch. Schleuderisch. Ja, genau. Das Schlenkrad ist noch schlimmer. Seid ihr auch schon am Flughafen? Ich mag diese Teile nicht. Ja, genau. Ich bin schwindelig. Genau, Thomas. Ja. Oh Mann, was ist denn hier los? Oh, das wird eine bescheuerte Folge wieder. Warum? Weil ich Kacke zusammenfahre mal wieder. Mein Auto ist im Grunde, das ist so schwer. Du bist die Kanalisation, da kommt das vor, dass du Kacke zusammenfährst. Ich bin doch noch gar nicht in der Kanalisation. Was? Bist du schon in der Kanalisation? Nein. Hat er einfach ja gesagt, er kann es nicht überprüfen. Nicht so schnell. Ja, das dauert noch ein bisschen. Nein, ich bin leider nicht in der Kanalisation und mit viel Pech komme ich da auch vielleicht nie an. Also ich hatte oberhalb mehr Probleme als wie in der Kanalisation. In der Kanalisation kann ich halt nicht gut fahren. Boah, da ist ja jemand, das ist Rosa. Ich finde halt diesen Teil mit diesen... Das ist doch da, wo man mit dem... wo man die Tunnel sich aussuchen muss, oder was wir letztens gefahren sind. Das fand ich halt ein bisschen assi, weil ich zweimal in den falschen Tunnel gefahren bin. Ich erst dachte, ach ja, fahr ich links, ist kein Problem. Ah ja, fahr ich diesmal wieder links. Ich nehme einfach rechts. Ja. Alter. Das Geile ist, als ich mich dann umentschieden hatte, kam die U-Bahn und. Das ist mies, wenn die U-Bahn. Ich fahre einen braunen VW. Thomas! Was machst du da, Julia?
Benimm dich, ja? Wir nehmen doch auf. Ja. Sing lieber das Livestream-Lied. Wie ging der Text nochmal, Julia? Julian hat das Lied nämlich in seinem Kopf gebrannt. In meinem Gesicht. Ist das nicht schön? Aha. Was? Okay. Davon habe ich hier noch gar nichts gehört. Bitte was? Mit deinem Adonis-Körper stellt sich Julian das immer vor. Ich kann nur sagen, schaut euch den nächsten Livestream an. Das bringst du, Thomas. Nicht überall dagegen fahren. Alter, ich will jetzt gerade nicht da drüber nachdenken, was Thomas da wieder plant. Was macht das Tristan da? Ich könnte es ja verraten. Nein! Alter! Nein. Nicht jetzt. Verraten es Zuschauer. Ja, warum? Zerreißt du dann das Steuer oder was? Nicht! Oh. Leicht. Das macht mich nervös, Thomas. Ja, das schon. Mann, danke. Ich steck fest! Mareike, ich kann dich beruhigen, wenn du... Mareike, wenn du nicht willst, wirst du nichts davon mitbekommen. Warum glaube ich daran irgendwie nicht? Das ist schon. Der du wirst ausnahmsweise mal die Aussage von Thomas. Es wird jeder sehen, dass du mich berührst, nur du nicht. What the hell? Was? Also davon will ich nachher mal genau rausführen. ich meine, ich habe ja im Livestream auch laut einer Aussage von irgendwem, ich glaube, ich bin gerade falsch gefahren, den meinen Kopf in Simons Schritt. Ja, das war Butcher, der das gemeint hat, weil er ein gefrorenes Bild hatte, als du gerade aufgestanden bist. Bis dann ist er erst da. Ich bin echt falsch gefahren gerade. Ich bin weit, weit, weit. Ich wäre echt schneller gewesen wie Tristan. Entschuldigung. Ah ja. So, ich warte mal. Ich kenne die Stadt eher. Ich bin noch nicht mal aus dem Untergrund raus. Der Landeplatz für deine. Was? Oh, ich fahre gerade mich nicht. Wie fahre ich denn da? Reimt sich auf Kutter. Wer ist denn das im roten Auto? Könnte ich sein, im U-Bahn. Ich hab ja. Wurde gegengefahren. Ich bin Erster, geiler Mann. Nee, eigentlich nicht. Glückwunsch, ich hab gerade so eine Bauleuchte hier mal mitgenommen. Können wir die nächsten Videos mit ausleuchten? Und einmal hast du gedreht? Nö, ich bin das nicht. Zeit, duddel, diddel, dann ist das mal diddel, duddel, was ich stecke im Kanal fest, ja. Mareike ist offline. Ja. Wer fährt denn noch? Danke, niemand mehr. Minuten 13, da können wir noch irgendwas hinten dranhängen. Oh Mann. Leoparden. Tristan sieht schon geil aus ohne T-Shirt mit seiner Leo-Hose. Der Leoparden. Smaxi! Mich hat man gerade nicht gehört, oder? Nee. Ich musste kurz vor meinem Backscreen Lemmen aufstoßen. Entschuldigung. Okay, das mussten wir jetzt unbedingt wissen. Ja. Ja? Dann lass uns doch mal jetzt noch eine Folge Air Force Zero 5 hinten dran hängen. Air Force Zero 5. Okay, wir werden nicht sterben. Denn? Thomas, es ist endlich die Fortsetzung raus. Nachdem du ja 1 und 2 und 3 so gefeiert hast, es gibt jetzt endlich Air Force Zero 5. Nein, da ging es ja nicht um Air Force Zero. Das weiß doch keiner mehr. Was? Kann sich hier keiner mehr erinnern. Deko meinte eine meiner Folgen, wo ich auf mein Becken hinweise. Na, ist egal. Für die sowas ernst nehmen, es war nur ein Witz. Ich fühle mich, als hätte ich irgendwie was verpasst. Was? Nein, hast du nicht. Das, egal. Das ging, na, ist egal. So. Schaut euch meine Folgen an. Zielerfassung 3. Ja. Ich erwähne nur Zielerfassung 1 und so. So, dann schick mal jemanden. Julian, schickst du dem Thomas eine Einladung? Ja. Boah, warum komme ich mit dem Monster hier nicht durch die Waschstraße? Pulheim. Pulheim ist eine wunderschöne. Wunder sehr schön. Wunder sehr schön. Wundert man sich sehr schön. Ey, aber als ich da von der Autobahn abgefahren bin, dachte ich mir echt so, boah, wo bist denn da gelandet? Geil, oder? Thomas.
Thomas, aber ich, aber Thomas, Thomas, ich war schon mal im Ausland. Entschuldigung, ich bin reingekommen und dachte, wer sind die denn alle? Panik gekommen, ja, naja, hätte ich auch. Warte mal, ich versuche mal nachzujoinen. Join. Der Thomas ist der Blitz. Nein. Heute ist man, glaube ich, grundsätzlich der Blitz. Hoppla. Ich kann euch alle nicht nachscheuen. Oh. Warte, ich schicke dir mal nochmal eine Einladung. Schicken wir jetzt Synchroneinladungen an Thomas? Ja, alle laden jetzt Thomas ein. Eine muss doch mal gehen, oder? Irgendeine muss ja funktionieren. Zum Spiel einladen. Spieleinladung gesendet. Jo, ja. Gesendet. Aurien ist offline, aber möchte, dass ich spiele. Ah. Ja. Ja. Verlassen. Ich kann zaubern. Oh. Ist wieder wie gestern. Ja, ich wollte unbedingt gucken, ob Mareikes Einladung geht. Das ist ein Klumpert. Ja, aber das die Problem Technik ist mit uns. Das Problem hatte Thomas gestern schon. Tritt bei. Tritt bei? Ich bleibe auch scheinbar drin. Tritt bei. Level wird angezeigt. Komm, Daumen drücken. Ja. Tritt bei. Ich bin schon drin. Oh mein Gott, diese Spannung, ich halte sie nicht aus. Trommelwirbel. Oh mein Gott. Soll ich mal aufs Spiel? Ich will ja nicht sagen, aber ne. Beigetreten. Der Start, bevor sich Thomas wieder anders überlegt. Was muss ich denn jetzt machen, bevor ich wieder irgendwas kaputt mache? Kaputt machen! Solltest du Air Force Zero sein, darfst du nicht sterben. Ah, okay. Ansonsten darfst du töten und sterben, so oft du möchtest. I kill you. Das töten klingt vielversprechend. I kill you. Ich habe nur ein Ziel. Silence! Mareike möchte nicht mit uns sprechen. Oh. Was ist denn jetzt? Bitte zeig dir ja, ich musste gerade mal ganz kurz husten. Woher weiß ich denn, was ich bin und was ich tue? Ich bin Air Force Zero. Beschütze Air Force Zero. Ja, genau. Warum? Ich beschütze auch. Weil du das musst. Wer beschützt noch Air Force Zero? Moi. Mareike, Loco und ich. Ja, ich hab den Julian. Ich kann nichts mehr schief gehen. Okay, Julian, du musst das unter Kontrolle halten, ne? Niemals. Von meinen Klamotten her passe ich ja ganz gut in den Flieger, oder? Ja. Wie schieße ich nochmal? Na, mit der A. Also. Mit X schaltest du die Waffen. Ah, ja, das ist so. Achtung, da kommt was. Da kommt noch was. Woher weiß ich denn jetzt, welches Flugzeug ich jetzt hier anschieße? Die wo du schießen kannst, glaube ich. Oh, verdammt! Geh da, mach den! Ich hab da was am Hintern kleben. Was? Hey, was ist denn hier los? Wow! Nein, Sio! Genau, ich brenne! No, toll, was kannst du eigentlich? Mein Flieger ist, glaube ich, total im Arsch, aber... Wo muss ich denn hin? Oh. Also egal, ich muss mal kurz... ich brauche mal einen neuen Flieger. Hä? Da muss ich hin. Ich stürze ab, was steht auf jeden Fall. Was ist denn hier los? Auch das sieht ja nicht aus. Fall einfach mal rein. Wow! Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Dann hab ich erwischt. Musst du hin, wohin? In ein bestimmtes Ziel? Ja, ich muss zu einem bestimmten Ziel. Aber ich darf nicht über eine bestimmte Höhe fliegen. Nein! Ich zähle das nicht. Das ist Ja, nicht gehört. Mareike ist voll gemein. Vorsitze! Wow! Da ist jemand direkt... Ja, ich hab's schon verdammt beschossen, aber ich hab sie nicht getroffen. Nein! Oh, ja. Verloren! Loser! Menno! Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Ach, können wir eigentlich schon eine Wiederholung davon machen, oder? Machen wir nochmal? Ja, dann. Also, Sieger 1 von, ja, Sieger 1 von 2. Also, hat der Tristan überhaupt geht über 2 Runden. Also, noch ist nichts verloren.
Die Mareike hat mich ein paar Mal getötet, Junge. Was ist da falsch? Hä? Das hey, reicht, ich schieß einfach nur. Ich hab mich selbst umgebracht, das war toll. Zeit? Kurz vor. Das war Runde 1 von 2. Ja, habt ihr irgendwie auch nur Wolken auf dem Screen gerade? Ja, aktuell gerade. Hab ich nur Wolken. Ich hab nicht mal einen Lade. Wenn nicht, können wir einfach auch den Rest der Folge noch ein bisschen quatschen. Und ja. Was? Ja, siehst du, kaum droht man dem Spiel an, dass man dann was anderes macht und sich nicht mehr mit ihm beschäftigt. Da geht's. Ne? Wer ist diesmal F4-Zero? Wieder ich? Nee, ich bin Verteidiger. Bei mir ist jetzt gar nichts. Ich bin auch Verteidiger, glaube ich. Ich wurde aus der Mission geworfen, weil es nicht genug Spieler gab. Du bist zu schlecht, deshalb. What the motherfucking shit. Ah, ich darf zerstören! Zerstören darf ich! Es sind alle noch da, außer... Thomas. Ich höre euch einfach noch ein bisschen zu. Wer ist F4-Zero? Wenn wir die Folge beenden, werde ich den Fehler begeben. Wen habe ich? Tristan habe ich. Ne, wieso? Ich bin ja Verteidiger, zusammen mit Tristan. Ah, Helia und Loco müssen wir. Sind mit mir. Yeah! Ich würde das Fahrwerk einziehen. Dann fliegt sich's besser. Hm, ja. Das ist definitiv. Und du musst auf einer bestimmten Höhe bleiben, sonst verschwinden die Ziele. Irgendwie 160 Meter. Nein! Du kollidierst nicht, erledigt. Was machen die? Mach einen kleinen Ausfall. Boah, ich bin gerade etwas, Wir fliegen da vorne. Halt, ich. Nein! Der ist gefahren. Das war interessant. Das war Absicht. Schon klar, aber auch interessant. Du warst zu nah, um mit Raketen auf dich zu schießen, also musst du dich irgendwie anders aus dem Verkehr ziehen. Was ist passiert? Rico hat mich abgemurkst. Ich hab's einfach mal von unten angeditscht mit dem Chat. Wer ist denn hier verloren? Okay. Was? Schon wieder verloren? Was? Nee, ich hab jetzt gewonnen, weil ich im anderen Team war. Yeah. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich hatte damit zu kämpfen, Raketen auszuweichen, weil ich habe ihn abgeschossen. Bis irgendjemand zwei Runden oder zwei Dinger gewonnen hat, geht's weiter. Okay. Cool. Ihr könntet mich gerne einladen, also ich würde nicht nein sagen. Geht leider auch nicht. Weil das immer noch der gleiche ist. Ja, ist immer der gleiche Job. Ihr habt mich rausgeworfen. nein, wieder nicht. Was? Wir haben nichts gemacht. Armes Bubu. Thomas, was denkst du dir aus? Wollen jetzt die Hillbillies hier von mir? Hier, so, zack, das Update sofort. Was wollen die nur? Ich hab nichts gemacht. Genau. Oh, bitte lass mich nicht einfach verschwunden sein. Ich bin Angreifer. Nein. Komm schon. Don't. Komm schon. Verteidiger. Lade. Ah, ich bin auf jeden Fall Verteidiger da. Wer ist Air Force One? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Zero heißt er eigentlich. Ja. Wer ist mit mir angreift? Ich bin Beschützer. Bis dann wieder, okay. Bis dann jetzt. Eigentlich muss ich ja auch nicht auf Loco schießen, ich muss ja nur in sie reinfliegen, dann explodiert sie ja auch. Hä, hey, warum sind wir dieses Mal vier Leute im Verteidiger und nur zwei Angreifer? Aber es ist immer nur. Voll seltsam. Du bist, ich flieg gerade auf euch. Ich sehe, komm, dass wir das gewinnen, Tristan. Wir müssen uns selbst umgehen. Wo ist er denn? Juhu. Da. Ja, was war das?
Wow, ich hab mich gerade selbst geflüchtet. Ja, ich auch. Warum auch immer. Ich bin unter eine Brücke geflogen. Irgendwie, hä, was ist denn gerade mit der Steuerung los? Die ist ein bisschen seltsam, gell? War das nicht Air Force Zero? Wow! Ich bin Air Force Zero, ja, da vorne. Ich bin voll schlecht heute. Aber bin ich im Fliegen normalerweise gar nicht so schlecht. Bis dann. Ich muss jetzt dann nach links irgendwie einschlagen. Von der Seite. Wer quietscht denn da? Wer quietscht was? Nein! 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 Aber Tristan hat's geschafft. Ja. Verdammt! Yes. Match verloren. Matchgewinner! Ich wollte doch ausweichen beim Beatrun, aber es ging nicht. 5600 Dollar, boah, nicht schlecht. Oh. Das macht auf jeden Fall Spaß, also. Das war cool, ich finde das geiler als beim anderen, wo du nur eine Runde hast. Ja. Ja, ich hätte auch nur mehr Runden einstellen können, aber ich wusste jetzt nicht genau, wie der Spielmodus ist. Nee, das ist ja vollkommen okay. Grummelknarf. Na. No. Wir kommen vorbei und tätscheln dir nochmal den Kopf. Das wirst du bald tun, du wirst es nur nicht wissen. Oh Gott, was planst du schon wieder? Thomas, nothing, ist einfach so einer, dem kann man nicht vertrauen. What? What? Ja, so ein Berechenbar. So, dann sagen wir mal für die Folge wieder, ne? Tschüss. Bevor Thomas noch irgendwelche schlimmen Geheimnisse verrät. Ja, so, warte mal, ich muss mal kurz hier landen. Bevor das Ding ans Licht kommen, das ist ja... Ja. Böse Dinge. Ja. Ich bin ein Mädchen, muss hier runter, ne? Girl, landen. Haha. Was? Na gut. Ja, okay. Tschüss. Tschüss.